Die Bewohner von der Scheiner Straße, wo Silvia und die ganzen anderen von uns gewohnt haben. Und ja, ich habe ihn in der Wendezeit kennengelernt. Silvio, ich möchte nur kurz eine ganz kurze Zusammenfassung geben, weil nicht alle Silvio kennen. Und Silvio ist zu DDR-Zeiten schon nach Ost-Berlin gekommen, war dann in der Opposition von der DDR, hat zum Beispiel war mit beteiligt beim Aufdecken der Wahlfälschung und lauter Sachen, und er hat die KVU mitgegründet und so. Er war aktiv schon, wie gesagt, in der DDR. Dann kam die Wendezeit. Eigentlich war das eine total verrückte und schöne Zeit, weil der Anarchie herrschte. Und Silvio war mit Leib und Seele Anarchist. Ne? Also man konnte viel bewegen, man konnte viel machen. Und da wurde ja auch die Schreinerstraße dann da umgesetzt, wo wir alle wohnen und heute noch wohnen, die da noch übrig sind. Und Silvio wollte damals in dem Datum heute mit noch dreien auf der Schreiner, also einer Frau und dann drei Männer zusammen in Eimer, das war ein besetztes Haus in Mitte. Und wo sie runterkamen, wurden sie von jungen Neonazis attackiert. Und da muss man sagen, das sind die anderen zwei Männer haben noch Messerstiche gekriegt. Und Silvio und die zwei sind in die Krankenhäuser gebracht worden. Und bei Silvio haben sie dann nur noch einen Tod feststellen können. Die Frau kam dann zur Polizei, wurde dann früh um fünf mit einem absoluten Schock einfach auf die Straße gesetzt und musste klarkommen, wie sie wieder nach Hause konnte, mit ihrer Seele klarkommen. Die hat nur noch geweint, noch sitzen alle. Jedenfalls sind wir dann in die Schreiner und haben das dann den Bewohnern mitgeteilt. Das war ein ganz bitteres Erlebnis für uns. Wir haben dann beschlossen, das war eine Idee von Silvios Bruder, dafür bin ich ihm total dankbar. Wir haben Silvio alle gemeinsam, seine Freunde und seine Familie, auf der Ostsee begraben, damit die Neonazis keinen Wallfahrtsort haben. Das war für uns ein ganz wichtiger Punkt und das war auch eine gute Lösung. Wir haben den Silvio natürlich nicht vergessen. Man muss auch mitbedenken, in der Wendezeit gab es ja schon jede Masse Nazi-Sachen. Wir haben auch viele Antifa-Sachen zusammen gemacht. Und deswegen kann man sagen, Silvio war mit Leib und Seele Anarchist und Antifaschist. Und wir haben eigentlich die Villa Felix nach seinem Sohn benannt, ne? So dass wir im Gedenken an seine Familie und an, wenn man unseren Freund das weiter fortgesetzt haben. Das nur ganz kurz und ich bedanke mich bei euch allen.